Mit der Gesundheitsmesse VitaVell hat das Messejahr 2010 in der Werfthalle im Göppinger Stauferpark begonnen. Rund 60 Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Wellness und Medizin lockten am Wochenende gut 4.800 Besucher in die Werfthalle. Der Geschäftsführer der Klinik am Eichert, Professor Jörg Martin, hat die Schirmherrschaft der zweiten Gesundheitsmesse übernommen. Schließlich sind die beiden Kliniken in Göppingen und Geislingen der größte Gesundheitsanbieter im Kreis. Mit über 3.000 Beschäftigten, mehr als 100.000 ambulanten und über 35 stationären Behandlungen pro Jahr. Und ich bin der festen Überzeugung, der Landkreis Göppingen mit seinen unheimlich vielen Anbietern hat komprimiert alles, was man für einen Gesundheitslandkreis in Anführungszeichen benötigt. Und deswegen war es mir ein großes Anliegen, mich auch durchaus an die Spitze zu stellen und zu sagen, Leute, hier im Landkreis ist wirklich alles vorhanden. Und das Tolle an der VitaVell ist, dass man das jetzt einfach komprimiert dargestellt bekommt. Auf über 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentierten sich Krankenkassen, Kliniken, Sportstudios, Vereine und Verbände und luden die Besucher auch zum Mitmachen ein, ob Fitnessgeräte ausprobieren oder gesund kochen. Und das Interesse zeigt, dass die Messe zum richtigen Zeitpunkt stattfand. Die Leute über Weihnachten haben sehr viel zu sich genommen, haben den Wunsch, aktiv zu sein, was für ihre Gesundheit zu machen. Und ich denke, das ist einfach na toll, bevor der März kommt, bevor die Sonnenstrahlen kommen, auch mehr wieder in diesen Outdoor-Bereich gehen möchte, ist eine tolle Möglichkeit, bei einem so trüben Tag wie heute, ich gehe davon aus, er ist noch trüb, einfach so eine Messe zu besuchen, sich zu orientieren, Ideen zu holen, auch in Bezug auf Ernährung, auf Fitness, auf Sport, auf weitere Präventionsberatung zum Beispiel ist es auch. Und ich denke auch, also es ist einmal für mich ein toller Zeitpunkt, denke ich auch, um sich fürs Frühjahr vorzubereiten, also wie so ein kleiner Frühjahrsputz. Nach der VitaVell stehen weitere Messetermine in der Göppinger Werfthalle bereits fest. Weiter geht es vom 19. bis 21. März mit der Themenausstellung Bauen, Wohnen, Modernisieren. Am 17. und 18. April folgt die Auto Emotion und eine Woche später die Bildungsmesse.